Hallo und willkommen bei Chat Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Waage für den Monat Oktober 2022. Ja, schon mal Happy Birthday von meiner Seite, liebe Wagen. Ja, ich habe hier diese drei Tarotdecks bereitgelegt und möchte mit euch gemeinsam schauen, was so die Waagegeborenen im Oktober erwarten könnte. Ich lege links für die Waage, rechts für das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier den Partner, potenziellen Partner, Wunschpartner darstellen, aber auch Familienangehörige, das Arbeitsumfeld oder Freundeskreis. Bitte wendet die Legung so auf eure Situation an, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet und was euch am wichtigsten ist. Ja, wenn hier Personenkarten auftauchen sollten, Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, kann für beide Geschlechter stehen. Und denkt bitte immer daran, es ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv gerichtet. Es kann und wird passieren, dass sich hier ein Einzelner nicht abgeholt fühlt, wenn du das Gefühl haben solltest, nein, das passt dir gar nicht, so fühle ich mich gar nicht, ich verstehe nicht, was sie redet, dann ist es wahrscheinlich nicht deine Legung oder zumindest nicht diesen Monat. Ja, man kann bei Bedarf sich natürlich auch die Videos zu Mond, Venus, Aszendentenzeichen anschauen. Ich erwähne das deswegen, weil es oft in Kommentaren gefragt wird. Na gut, los geht's. Eine Karte für die Waagen. Was ist so das Thema im Oktober? Zwei Karten wollten raus, dann machen wir das. So. Den Teufel und 10 der Kelche. Ja, zwei sehr widersprüchliche Karten. Ja. 10 der Kelche ist so das perfekte Glück. Ja, wir lieben uns, wir haben uns lieb, alles ist schön, die Sonne scheint, die Kinder spielen. Ja, Happy Family Karte, sage ich immer dazu. Ja, alles ist in Ordnung, ne? Und dann aber der Teufel, der sagt, ja, aber dieses Glück hat seinen Preis. Ja. Da ist irgend so ein kleiner Schatten über diesem Glück. Ich lege erstmal weitere Karten dazu und sage dann mehr. So, ich lege mal 4 Karten dazu, um das so ein bisschen näher zu betrachten. Was ist hier gemeint? 8 der Schwerter. Der Stern. Sechs der Münzen. Sechs der Stäbe. Also hier mit 10 Kelche ist definitiv eine Situation geboten, die sehr glücklich und zufrieden macht. Ja, wenn ich jetzt mal direkt auf dich, liebe Waage, schaue, denke ich mal, hast du hier privat oder beruflich etwas geschaffen, was dich sehr zufrieden stellt. Ja, aber da gibt es so einen kleinen Schatten und darüber sprichst du nicht. Ja, die Situation könnte noch weiter optimiert werden, darüber redest du nicht so, das hältst du im Geheimen. Ja, du hast hier so eine Sehnsucht, wie es noch schöner sein könnte. Also 10 der Kelche und der Stern, es könnte noch besser laufen, sagst du. Also es ist nicht so ganz nach deinem Gusto, weil hier mit 6 der Stäbe. Ja, du willst die Anerkennung, du möchtest den Lob und die Wertschätzung, du willst geachtet werden, bewundert werden. Ja, aber das hat alles seinen Preis, ja. Du weißt, du musst hier immer geben und reinbuttern, um hier diese Anerkennung zu bekommen. Die ist irgendwie so daran gekoppelt. Und hier mit 8 der Schwerter gibt es definitiv etwas, wo du nicht drüber sprichst. Ja, da drehst du dich im Kreis. Das belastet dich. Ja, möglich auch, dass du innerhalb einer Partnerschaft, einer Beziehung, eines Berufes da sehr fröhlich, sehr zufrieden wirkst, aber innerlich sind hier irgendwelche Belastungen mit 8 der Schwerter. Und ich glaube, das wird nicht so richtig kommuniziert. Ja. Also ich glaube, es ist einfach so dieses Denken, ich kriege hier nur Bewunderung und Anerkennung, wenn ich auch was dafür tue, aber nicht so von alleine. Du willst, dass es eigentlich natürlich kommt.
Aber irgendwie ist diese Zufriedenheit, dieses Glück, was da ist, an Bedingungen geknüpft. Und das erkennst du vielleicht jetzt im Oktober. Ich leg mal weitere Karten, ja, und dann sage ich mehr dazu. So, ich ziehe jetzt mal eine Karte für Waage und das Gegenüber. Was ist so die gemeinsame verbindende Energie? Da, die Liebenden. Ja, es ist schon schön, ne, mit euch. Ja, sehr romantisch hier, die Liebenden. Ja, das ist wie im Paradies. Es ist eigentlich. Es könnte ja so schön sein. Ja, man hat sich da auch wirklich vom Herzen für entschieden. So ist nicht. Hier auf deiner Seite König der Münzen. Das Gericht. Ass der Stäbe. Königin der Schwerter. Ja, das ist es halt, wa? Hier bist du als König der Münzen sehr in deinen Verpflichtungen verhaftet, ja, sehr verbunden mit dem Alltag. Du hast hier Pflichten, die du auch erfüllst, ja, entweder für dich oder auch für die anderen machst du hier sehr viel, sehr engagiert. Du guckst, dass alles abgesichert ist, dass jeder genug bekommt an Aufmerksamkeit, an Ressourcen. Ja, sehr pflichtbewusst hier. Sehr pflichtbewusst. Aber da gibt es noch irgendwas anderes. Ja, was jetzt irgendwie auftaucht, hier mit dem Ass der Stäbe, kommt da eine Möglichkeit, eine Chance oder eine Idee wird hier aufgegriffen, wo du dem nicht mehr entkommen kannst. Ja, du wirst hier aufgefordert, aus diesem festen Konstrukt irgendwie rauszugehen und das Ganze näher zu betrachten. Ja, diese Verbindung hier näher zu betrachten. Weil da kommt plötzlich so ein Funke, so eine Energie, ja, vielleicht auch ein Angebot kommt hier, was dich aus dieser Schleife hier rausholt, weil du bist hier definitiv irgendwo sehr stark eingebunden. Sehr stark wirst du hier zur Pflicht genommen, musst hier sehr viel Verantwortung tragen. Und wenn jetzt dieses Ass der Stäbe auftaucht, wird dieses Konstrukt irgendwie durcheinander gebracht. Ja, und du wirst hier aufgefordert, vielleicht genauer hinzuschauen, zu sortieren. Passt das hier noch so gut zu mir? Was ich da mache. Ja, ist dieser Preis es wert? Also will ich diesen Preis weiterhin bezahlen, dass ich hier für die Anerkennung, für dieses Glück immer wieder reinbuttern muss? Warum muss ich das überhaupt? Warum werde ich nicht so geliebt und geschätzt, wie ich bin? Einfach nur, dass ich da bin. Ohne etwas zu tun. Ja. Also hier mit den Liebenden wird hier eine bestimmte Verbindung sehr genau betrachtet von deiner Seite und als Königin der Schwerter analysierst du das hier ganz gezielt. Welchen Preis hat das Ganze? Ich schaue jetzt mal auf die andere Seite hier beim Gegenüber. Entschuldigung, ich bin erkältet. So, ich schaue jetzt mal beim Gegenüber. Was ist da so los? Was kommt da von der Gegenseite? Aus den Münzen. Zwei der Schwerter. Sieben der Stäbe.
Page der Schwerter. Also, du hast es hier definitiv mit jemandem zu tun, der diese Münzenergie sehr wertschätzt, sehr gerne mag. Also, das ist jemand, der hier sich schnell an Gewohnheiten gewöhnt, ja, dass alles so einen gewissen festen Ablauf hat und dieser Mensch möchte das auch beibehalten. Wenn du jetzt hier mit irgendeiner neuen Idee ankommst, sagt dieser Mensch nein. Also dieser Mensch ist hier nicht bereit, eine Veränderung in diesem Ablauf zu akzeptieren. Ja, jemand blockiert das hier sehr stark, was du hier dir ausgedacht hast. Also du möchtest aus dieser festen Struktur so ein bisschen ausbrechen, ein bisschen eine Abwechslung reinbringen, hier was Neues ausprobieren, schlägst es deinem Gegenüber vor. Und dieser Mensch möchte das aber nicht, sagt nein, das passt hier nicht ins Programm. Ja, hier mit Page der Schwerter hast du es mit jemandem zu tun, der dir definitiv nicht gewachsen ist, zumindest nicht im Oktober. Dieser Mensch hat nicht die richtigen Argumente, um dich zu überzeugen. Ganz im Gegenteil, das ist jemand, wenn es nicht nach seiner, ihrer Pfeife läuft, dann kann dieser Mensch hier sehr bockig reagieren. Mit Vorhaltungen, Unterstellungen, Kritik, ja, du Waage, hast dies und das nicht gemacht, ja. Ja, also dieser Mensch möchte alles so belassen, wie es ist. Und hier mit zwei der Schwerter kommt dieser Mensch sehr stark ins Straucheln, ist sehr verunsichert, wenn du jetzt hier Veränderungen anbringen möchtest, liebe Waage. Ja, hier das Ass der Münzen. Entweder ist es nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die hier eingebettet werden soll, wo dein Gegenüber hier ankommt und sagt, komm, bitte nochmal dies und das machen. Oder dieser Mensch sagt, also wenn du jetzt, liebe Waage, hier nicht mitmachst, wie ich mir das vorstelle, habe ich hier auch noch Alternativen mit Ass der Münzen. Ja. Ich schau mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Vier der Stäbe. So, ich lege gleich mal hier für dich und das Gegenüber die Karten aus, dann haben wir das hier komplett. So, sechs der Kelche, sechs der Stäbe. Zwei der Kelche. Ritter der Kelche. Wow, was für romantische Karten hier. Drei der Stäbe. Vier der Münzen. Der Tod. Und der Hierophant. So, wie geht's hier weiter? Vier der Stäbe. Also ich habe ja gesagt, bei dir taucht mit diesem Ast der Stäbe irgendeine Idee auf oder ein Mensch, ein Kontakt, irgendein Angebot kommt hier rein, wo du aus deiner Routine rausgerissen wirst und wo du es dem anderen hier irgendwie auch schmackhaft machen möchtest. Das wird erstmal nicht angenommen, nicht akzeptiert. Du gehst hier aber trotzdem diesen Weg, weil du möchtest unbedingt diese vier Stäbe hier aufbauen. Du willst hier etwas umsetzen, eine bestimmte Idee. Das findest du gut, das findest du positiv. Dem folgst du auch.
weil dir das Stabilität gibt und auch Zufriedenheit, ja. Hier auf deiner Seite 6 der Kelche, 6 der Stäbe, 2 der Kelche. Da ist etwas, was vielleicht schon früher eine Rolle spielte oder jemand spielte schon früher eine Rolle. Eine alte Idee, vielleicht ein Projekt, ein Hobby, ich weiß es nicht. Irgendwas entflammt hier plötzlich und wird wiederbelebt und macht dir sehr viel Spaß, bringt dir sehr viel Anerkennung, macht dich stolz. Du kannst hier wirklich für dich Gewinne reinbringen. Du kannst hier vieles erreichen mit dieser Idee, mit diesem Projekt. Ja, du versprichst dir sehr viel davon. Sehr viel davon. Es macht dich sehr, sehr glücklich. Also, du kommst hier richtig in deine Mitte und du sagst, das ist genau hier mein Ding. Und du möchtest aber trotzdem, dass alle irgendwie damit zufrieden sind und dass alle daran partizipieren. Du willst die anderen davon begeistern, weil du sagst, das ist gut. Das ist super. Ich werde die anderen davon überzeugen. Ja, hier dein Gegenüber ist skeptisch, ja. Die lassen sich drauf ein und dann wieder doch nicht. Also es ist so ein Hin und Her bei deinem Gegenüber, weil du hast es hier mit jemandem zu tun. Dieser Mensch braucht sehr viele Sicherheiten. Dieser Mensch tut sich schwer mit Veränderungen, weil Veränderungen für diesen Menschen immer eine unsichere Komponente darstellen, ja. Und da sind sofort Verlustängste da oder Eifersucht oder Klammern, ach, die Waage hat hier irgendein Hobby ausgebuddelt oder na, einen neuen Job oder neue Kontakte oder hat eine alte Freundin wieder getroffen, wer weiß, das könnte ja Konkurrenz sein. Also hier ist sehr viel Festhalten, Angst haben dahinter, was diesen Menschen daran hindert, sich auf diese Sache einzulassen. Na, kann sein, dass die immer so in der Zukunft hin und her schwanken werden zwischen ja, okay, ich bin dabei oder ich will's nicht. Aber hier mit dem Tod und mit dem Hierophanten ist angezeigt, dieser Mensch wird das hier annehmen und auch akzeptieren. Dieser Mensch wird dem folgen und sich da auch anpassen, wie du es haben möchtest, liebe Waage. Ja? Es dauert halt nur eben seine Zeit. Gut, ich bin auch schon am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Oktober. Alles Gute, viel Gesundheit, viel Glück, viel Liebe. Macht's gut. Tschüss.